Überblick und dann begrüße ich unsere ersten Live-Gäste. Gleich werde ich mich unterhalten mit Freeman von Alle Schall und Rauch, einem bekannten schweizerischen Online-Medium. Und werde mich unterhalten mit Matthias, einem Friedensaktivisten aus München. Außerdem wird um etwa 20 Uhr live bei uns sein Martin Wieniecki, der Leiter des Instituts für globale Friedensarbeit aus Tamera in Portugal. Und wir werden Interviews bringen, die wir aufgezeichnet haben, bei der Megaman-Wache für den Frieden mit Marcel Wojnarowicz, alias Wojna von der Bandbreite, mit der Ukrainerin Maria und mit Norbert Voss, einem Friedensaktivisten aus Berlin. Jetzt darf ich ganz herzlich begrüßen Friedman aus der Schweiz und Matthias aus München. Hallo zusammen. Ja, ich habe euch beide zusammen ins Gespräch geladen, weil ihr beide Ungereimtheiten von Filmberichterstattung und von Berichterstattung westlichen Medien entdeckt habt. Ja, sollen wir vielleicht anfangen mit dem Thema MH17? Da können wir gerne machen. Gibt es ja widersprüchliche Mitteilungen, was schuld ist am Absturz dieser malaysischen Verkehrsmaschine über dem Osten der Ukraine. Genau. Wer soll anfangen? Ja. Wir fangen an. Okay. Gut. Bleiben wir erstmal bei den Fakten. Also die Fakten sind, es ist definitiv eine Rakete gewesen, also Schrapnellspuren sieht man überall. Die Schrapnellenspuren weisen auch darauf hin, dass die Rakete oberhalb des Cockpits explodiert sein muss, also der Pilotenkabine. Das sieht man einfach, in welche Richtung die geflogen sind. Es gibt ja dieses Foto von einem Teil des Cockpits, wo man das sehr schön sehen kann. Hinten am Flügel ist nicht mehr viel abgeprallt und was man auch dazu sagen kann, das Heck muss weggebrochen sein in der Luft. Das ist nicht erlandet, das ist zu Boden gefallen und hat auch kaum Beschädigung. Da muss ich dazu sagen, eine Rakete, die in der Höhe ein Flugzeug abschießt, kann nur radargelenkt sein. Infrarot würde nicht funktionieren, Infrarot geht aufs Triebwerk. Also Infrarot einfach von Hitze angelockt. Das ist aber nur, wenn es eine Bodenrakete ist. Wenn es eine Luftrakete ist, nicht. Na, eine Luftrakete gibt es ja auch. Infrarot gesteuert und radargesteuert. Radargesteuert geht nach vorne zum Cockpit und Infrarot geht hinten zum Triebwerk. Jetzt gibt es ja verschiedene Theorien. Einmal, dass es von einem BOK-Raketenwerfer abgeschossen sein könnte, der entweder sich in der Hand der Putschregierung oder in der Hand der Separatisten befindet. Oder es könnte auch zum Beispiel von einem Militärflugzeug eine Luftrakete sein. Mhm, genau. Und was ist jetzt davon wahrscheinlicher? Es sind ja auch Flugzeuge beobachtet worden, Militärflugzeuge. Genau, die Wahrscheinlichkeit, die ist 50-50. Es würde beides gehen. Es gibt radargesteuerte Raketen für Flugzeuge. Auch die SU-25 hat sowas. Die hat auch Infrarotgesteuerte und genauso ist es halt bei der Luftabwehr. Die sind aber in der Regel radargesteuert, da brauchen wir auch ein Radar. Was man dazu sagen muss, in der Zeit, wo das Flugzeug abgeschossen wurde, war der Himmel bewölkt. Und das waren Wolkenformationen, also Alto- und Nimbus-Stratuswolken, die befinden sich so in der Höhe von 1500 bis 6500 Metern. Das heißt, das Flugzeug hätte man gar nicht sehen können, weil das Flugzeug ja höher geflogen ist. Das ist über den Wolken geflogen. Muss also radargesteuert gewesen sein. Also führt uns dahin wieder zurück. Wenn dort eine SU-25 war,
dann war sie entweder über den Wolken oder in den Wolken. Auch die hätte man nicht sehen können. Was mir bei den Bildern fehlt, ist ein Kondensstreifen. Und zwar ein Kondensstreifen von dem Bug-System. Es gibt ein Bild mit einem Kondensstreifen. Die Bild-Zeitung hat das gepostet, also es heißt nicht viel. Und aber ansonsten ist nicht ein einziges Bild da gewesen, wo ein fetter Kondensstreifen zu sehen ist. Und so ein Bug-System macht einen fetten Kondensstreifen. Was es aber gibt, ist CNN-Aufnahmen, die zeigen, dass der Rest einer Luft-Luft-Rakete in dem Absturzgebiet neben dem Wrack liegt. Mhm. Das haben CNN gesendet. Habe ich auch gesehen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das ein Triebwerk von einer Rakete ist. Ja gut, es sieht sehr nach sowas aus, weil es ist ein typisches Raketenrohr mit den hinteren Steuerflügeln. Oder? Also das könnte dann eine Luft-Luft-Rakete sein, was wiederum dazu passt, dass das russische Oberkommando ja bei ihrer Pressekonferenz gesagt hat, laut ihren Radaraufzeichnungen befand sich ein ukrainisches Kampfflugzeug auf gleicher Höhe oder nur 3 Kilometer entfernt von der MH17. Hm. Genau. Das ist aber noch nicht aufgeklärt, also da kann man jetzt auch noch nicht genau sagen, ob das stimmt. Also man muss einfach davon ausgehen, dass beide Seiten lügen. Es ist ja so, die Frage, die eigentlich niemand stellt, die ich aber jetzt ein paar Mal in meinem Blog gestellt habe, ist folgendes. Wieso gibt Kiew den ganzen Funkverkehr zwischen der Maschine und dem Fluglotsen nicht frei? Wieso ist das nicht bekannt? Denn wir können uns erinnern, wo damals MH370 verschwunden ist. Da haben wir schon 3 Tage später den Funkverkehr im Internet nachlesen können. Und da war ja der berühmte Spruch, der letzte Spruch des Piloten, Good Night, Malaysia 370. Und hier ist jetzt eine Woche vergangen und wir haben immer noch nichts über den Funkverkehr gehört, der die ganze Zeit, wo die Maschine über ukrainisches Territorium geflogen ist und unter der Kontrolle der ukrainischen Fluglotsen war, wieso wird das nicht freigegeben? Das Einzige, was wir wissen, ist, dass die Aufzeichnung vom ukrainischen Geheimdienst beschlagnahmt worden ist. Das heißt also für mich, dieser Vorwurf, die Separatisten und Russland ihre Beweise verheimlichen, trifft überhaupt nicht zu. Das trifft eher auf Ukraine und Amerika zu, weil auch Amerika wird nichts zeigen und ihre Behauptungen beweisen. Der Funkverkehr könnte ja vor allem wichtig sein, weil es ja auch Berichte gibt, dass das malaysische Flugzeug erheblich von der üblichen Flugroute abgekommen ist. Und ja, und auch die Höhe wurde geändert. Also da würde man die Befehle hören oder die Anweisungen hören, der Fluglotsen an den Cockpit das zu machen. Und deswegen verstehe ich nicht, wenn die wirklich Interesse hätten, diesen Fall aufzuklären, dann müssten sie schon längst den Funkverkehr freigeben. Denn den ganzen Dialog, der da abgelaufen ist, und das tun sie nicht, obwohl sie ihn ja haben müssen. Eine weitere Chance wäre der Flugschreiber, der ja an die malaysischen Behörden übergeben worden sein soll. Vielleicht kann man daraus die Höhe genauer ablesen. Wie sich das kann man alles machen, nur wann ist das? Ja? Das Problem ist ja, dass wir hier eine unglaubliche Vorverurteilung erleben. Das habe ich noch nie erlebt. Es sind schon viele Flugzeuge abgeschossen worden von den Amerikanern und von weiß ich wer. Und so eine Hysterie wie jetzt gegen Russland und speziell gegen die Person Putin habe ich noch nie erlebt, obwohl kein Funken an Beweis bis jetzt gebracht worden ist. Ja? Und das ist einfach ein Skandal allerhöchster Ordnung, was da abgeht. Ja? Weil es ist nicht die Aufgabe der Medien, gleich eine Minute nach Bekanntwerden dieses Abschusses sofort den Schuldigen an den Pranger zu stellen. Ja? Das ist nicht die Aufgabe der Medien, aber es machen es dauernd. Da ist ja einiges auch veröffentlicht zu den Bug-Raketen.
Was kannst du darüber berichten? Ja, ich finde das gar nicht wichtig. Was auf jeden Fall festzustellen ist, dass diese angeblichen Telefongespräche oder Funkgespräche, die da bestätigen sollen, dass da dass die Separatisten das Flugzeug abgeschossen haben, ist nachweislich ein Zusammenbasteln von mehreren Gesprächen, die teilweise vor dem Ereignis aufgezeichnet wurden. Ja, also das kann man vergessen. Und ich finde das unerhört, dass die ganzen Regierungen des Westens, speziell die amerikanische Regierung, hergeht und sich auf Social Media beruht. Die tun sich nicht auf ihre eigenen Erkenntnisse beruf, sondern sie nehmen den Short, der auf YouTube steht, und nehmen das als Beweis, um ein Land zu verurteilen. Ja? Ja, das haben wir ja oft genug jetzt erlebt, im Prinzip schon das ganze Jahr, dass Meldungen völlig aus dem Zusammenhang gerissen werden. Man hat es ja gemerkt, also Putin war sofort schuld und die deutsche Presse, die ging ja noch, da gab es ja noch andere. In Großbritannien stand so viel wie Putins Rakete tötet Zivilisten oder irgendwie so war das. Da merkt man einfach schon, der Schuldige steht schon fest. Aber warum steht der fest? Was wissen die, was wir nicht wissen? Die wissen gar nichts. Ganz oder genau. Sie wissen, dass es nicht war oder was immer. Aber wenn sie was wüssten, dann würden sie das alles schon längst brühwarm überall verteilt haben. Aber da sie es nicht machen, wissen sie nichts. Oder sie wissen etwas, was nicht zur Story passt. Ja? Und das ist genau der Punkt. Im Rahmen der Ermittlungen kam ja raus, dass ein amerikanischer Satellit über der Ukraine ist. Und wenn die dort einen Satellit haben, warum kommt da nichts? Also sogar zwei. Ja, warum kommt da nichts? Also da muss man sich einfach die Frage stellen, warum muss sich jetzt der Russe verteidigen und selber recherchieren, wenn die Amerikaner es doch schon wissen? Ja, dann sollen sie doch mit ihren Beweisen rausrücken. Ich meine, das sind doch alles nur Beschuldigungen. Und übrigens dieses Argument, diese angeblichen Raketen, sind die gemacht worden, dann kann man genauso gut sagen, Obama ist schuld für den Krieg in Gaza, denn die ganzen Waffen, die Israel anwendet, sind amerikanische Waffen. Ganz genau. Made in America. Haben die jetzt nicht aufgepasst? Also ist Obama schuld für den Tod von 760 Menschen jetzt. Kann man genauso umkehren, oder? Ja, oder ja. Warum hat ISIS amerikanische Waffen? So ist es und so weiter und so weiter. Also dieses Argument, der Hersteller der Waffen, der verantwortlich ist für irgendeinen Tod, das ist natürlich absurd, oder? Es ist immer der sie anwendet und den Abzug zieht. Ja, das ist ja ziemlich offensichtlich, um was es da geht. Es geht darum, den Russen zu diffamieren. Es werden Beschuldigungen gemacht, wo wir uns eigentlich ganz klein machen sollten, weil wir überhaupt nicht besser sind. Wir exportieren auch Waffen. Und, was heißt, exportieren Waffen? Deutschland ist der drittgrößte Waffenexporteur der Welt nach Amerika und Russland. Genau. Der drittgrößte der Welt. Also muss man gar nicht scheinheilig tun. Ganz genau. Ja, aber es kommt halt auch immer auf, ja, die Russen haben geliefert, aber man muss dazu sagen, die Russen haben geliefert, bevor die Krise dort war. Ja, das sind ja noch Bestände aus der Sowjetzeit. Also, genau. Ich denke, in allen ehemaligen Sowjetrepubliken können russische Waffen auftauchen. Und dass Russland die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion jemals dorthin geliefert hätte. Ja. Genau, und ich muss einfach feststellen, dass die ganzen Beschuldigungen, die gelaufen sind in den letzten 5-6 Tagen, die sind ja alle zusammengebrochen. Man hat behauptet, die Volksmiliz würde die Leichen einfach rumliegen lassen. Sie haben berichtet, die würden keine Experten an dem Ort lassen. Das hat sich alles als Lüge herausgestellt. Die Forensiker, die Gerichtsmediziner aus Niederlanden haben bestätigt, dass die Leute vor Ort einen tollen Job gemacht haben unter den Umständen, die sie dort hatten und.
mittlerweile sind die ganzen Leichen übergeben worden. Es können Experten alles untersuchen. Also wenn einer nichts gemacht hat, dann ist es die Regierung von oder das Regime von Kiew und die amerikanische Regierung. Die machen gar nichts, außer nur Beschuldigungen rausgeben. Ja. Ja, so läuft das nämlich. Und deswegen, also was wir in den Medien erleben, ist sowas von skandalös. Und jetzt haben sie, also wenn man das vorher nicht gewusst hat, wie einseitig die berichten und wie falsch sie berichten, dann wissen wir es aber jetzt, ja. Du hast ja auch aufgedeckt, was beim Daily Telegraph unter anderem ja leider falsch gebracht worden ist, dass man Bilder gezeigt hat von so einem Raketenwerfer und der sich aber in einer ganz anderen Ortschaft befand. Ja, ich meine, das hat auch der russische Unterbotschafter vor dem Sicherheitsrat gesagt, dass also diese beiden sogenannten YouTube-Videos, das eine mit dem Telefongespräch und das andere mit diesem Abtransport der Raketen, dass die also fake sind, das hat er sogar offiziell vor dem Sicherheitsrat gesagt. Also die kann man mal vergessen, diese beiden sogenannten Beweise, ja. Und es hat sich herausgestellt, dass wo dieser Raketentransporter da vorbeigefahren ist an so einer Autowerbung, dass diese Autowerbung ja gar nicht an dem Ort ist, wo gesagt wird, sondern 120 Kilometer woanders. In dem Gebiet, was die Regierung kontrolliert, nicht diese. Seit dem 11. Mai, genau. Und deswegen, also es ist einfach eine Frechheit, dass man solche YouTube-Videos nimmt, die wo überhaupt feststellen kann, wo kommen die her und sind die echt und was immer, sondern aber die Erkenntnisse oder die Beweise, die sie angeblich haben müssten, die werden mit dem nicht rausgerückt. Ja? Und wie gesagt, eins dieser Beweise wäre der komplette Funkverkehr von der Sekunde an, wo die Maschine in den ukrainischen Luftraum von Polen her eingeflogen ist, bis zum Punkt des Absturzes. Dieser ganze Dialog, der wird nicht rausgerückt. Warum? Was haben die zu verbergen? Ja, die werden eine Menge zu verbergen haben. Vielleicht ist das auch der Grund, warum alle zurückgetreten sind. Das habe ich mir auch heute gedacht, wo ich gehört habe, dass der Jazenjuk, der Premierminister heute zurückgetreten ist, da habe ich gedacht, wow, vielleicht hat er jetzt erfahren, dass die Dreck am Stecken haben und jetzt will er schnell, jetzt verlassen die Ratten das Boot, oder? Ja, genau. Hinter der Fichte hat berichtet, dass ein Fluglotse gesagt hat, dass die offizielle Geschichte so also nicht stimmen kann. Also diese angebliche spanische Fluglotse, ja. Ja gut, aber den seine ganzen Tweets und alles ist auch verschwunden, ja, die sind weg. Aber das ist auch Social Media, das sind doch keine Aussagen. Da müsste man eigentlich ein Gesicht haben, eine Videoaufnahme, wo man überprüfen kann. Da muss eine Pressekonferenz sein, da müssen Offizielle anwesend sein, da müssen Beweise vorgelegt werden, die nachprüfbar sind, aber ich kann doch nicht anhand von Tweets und YouTube-Videos ein ganzes Land an den Pranger stellen, in einer Art, die ja zu einem Krieg führt. Wir reden hier nicht über irgendeinen lächerlichen Autounfall, sondern hier geht es darum, es entspricht praktisch der Versenkung der Lusitania, was hier abläuft, dass Amerika in den Ersten Weltkrieg reingeführt hat. Ja? Das ist ja so eine Art Pearl Harbor-Welt, was hier abläuft. Gegen Malaysia, was wirklich sich aus Kriegen raus, wirklich vorbildlich neutrales Land. Ich meine, das ist ja auch so eine Frage, was das für ein Zufall ist, dass es jetzt zweimal die Malaysian Airlines trifft. Ich meine, ich habe aufgezeigt, eine halbe Stunde, nachdem ich wusste, am Donnerstag, dass das passiert ist, habe ich mir sofort Live-Radarbilder angeguckt. Und dann habe ich gesehen, dass eine Stunde oder 40 Minuten vor
MH17 ist eine Singapore Airlines, exakt die gleiche Route vorher durchgeflogen. Eine Singapore Airlines ist auch von Amsterdam in Richtung Singapur geflogen, eine Stunde vorher mit Startzeit. Und die war zu dem Moment, wo die Maschine abgestürzt ist, war die über den Kaukasus kurz vorm Kaspischen Meer. Ja, ich meine, ich habe die Grafik auch auf meinen Blog geschaltet und die ist genau exakt die gleiche Strecke geflogen. Und da ist nichts passiert. Und da ist nichts passiert und es sind überhaupt viele Maschinen dadurch. Ja. Also das lässt schon letzten Versehen unwahrscheinlicher erscheinen. Und wie wir gerade vorher gehört haben, war ja ein bewölkter Himmel und das sieht man ja auch anhand der Fotos, dass ein bewölkter Himmel war. Deswegen sind auch die Fotos, wo man so ein Trail, wie nennt man das? Ein Smoke Trail, also eine Rakete, die hochgeht in den blauen Himmel rein. Also das ist definitiv ein Fake, weil da war kein blauer Himmel. Ja. Ja, da gibt es ja jetzt mehrere Thesen. Also die These zum Beispiel, dass es eine Verwechslung war mit Putins Maschine. Wobei Putin hat sofort dementiert und hat gesagt, seit der Krise fliegt er da nicht mehr rüber. Nein, ist aber trotzdem eine Möglichkeit. Ja, gut, ja. Weil die Farben sind ähnlich. Also die sind ja auch blau-weiß-rot, oder? Die beiden Flugzeuge. Genau. Die Putin-Maschine hat den Kurs von der MH17 über Polen gekreuzt. Also ja. Da haben die sich gekreuzt, aber nicht über die Ukraine. Über Polen vorher haben sie sich gekreuzt. Aber was die These stützt, ist zum Beispiel die Su-25, die ist ja da drunter geflogen. Das heißt, dieses Flugzeug sieht nur die Farben, also nur den Streifen. Den Schriftzug oben, Malaysia Airline, sieht dieses Flugzeug nicht. Nein, sicher, das könnte zum Beispiel den Piloten dazu animiert haben, zu glauben, es handelt sich um die Präsidentenmaschine und vielleicht hat er dann ein grünes Licht gekriegt, die abzuschießen, was natürlich, wenn das wirklich passiert wäre, dann hätten wir schon den vierten Weltkrieg jetzt. Ja. Weil dann hätten wir den Sarajevo-Event. Ja. Wenn ihr versteht, was ich meine. Okay. Ich meine, das ist ja der Hammer, was da abgeht. Und dass das Kiew-Regime zu allem fähig ist, wissen wir ja erstens mal durch die Scharfschützen, die eingesetzt wurden auf Maidan, dann durch das Massaker in Odessa, wo wir bis heute keinerlei Aufklärungsarbeit sehen, plus den Krieg, den sie gegen die eigene Bevölkerung der Ostukraine führen, was absolut verbrecherisch ist. Ich meine, wie kann man gegen Zivilbevölkerung mit Panzern und Kanonen und Kampfhubschraubern und ich weiß nicht, was alles vorgehen, oder? Ich meine, das zeigt doch, wie kriminell die sind. Ja? Ich meine, es gibt und dass die Amerikaner zu allem fähig sind, das wissen wir ja sowieso. Ja. Also auf Zivilbevölkerung darf. Man darf Zivilisten eigentlich nur dann treffen, wenn die Zivilisten praktisch zwischen ganz vielen Soldaten rumstehen. Wenn man also militärisches Ziel treffen will und sich Zivilisten dann aufhalten. Aber man darf nicht auf ein Ziel schießen, wo man annehmen muss, dass dort überwiegend Zivilisten sind. Man darf überhaupt nicht auf seine eigene Bevölkerung schießen. Ich meine, das geht eigentlich noch. Ja. Man muss sich mal vorstellen, in der Vergangenheit hat es doch zum Beispiel die ganzen Nordirland die ganzen Kämpfe gegeben und Terroranschläge und ich weiß nicht was. Ist dann das britische Militär hergegangen und hat Nordirland bombardiert oder was? Nein, sie haben das mit Polizeimaßnahmen, haben sie diesen Terror bekämpft, mehr oder weniger. Und genau das gleiche trifft aufs Baskenland zu. Madrid ist nicht hergegangen und hat das Baskenland bombardiert. Ja, oder die Franzosen Korsika. Ja? Ich meine, was ist denn das überhaupt für eine Art und Weise, gegen die eigene Bevölkerung Krieg zu führen?
Ja, das Problem in dieser Situation ist, ich habe das einfach mitbekommen, weil ich ein paar Ukrainer kenne und ich kenne auch welche, die direkt aus Kiew kommen und die manipulierte Presse dort nur kennen. Wenn ich mit denen drüber spreche, die jetzt nur diese eine Seite kennen, die sind der Meinung, dort sind Russen. Im Prinzip sind dort auch Russen. Man darf nicht vergessen, die Ukraine besteht zu einem Drittel aus Russen. Oder Russlandstämmige, weil es war halt einfach mal Sowjetunion früher. Und da haben wir ukrainische Pässe. Ja, klar. Ich habe auch eine Kollegin, die kommt aus Kiew. Sie hat neulich einen fantastischen Beweis gehabt, weil sie hat im Hintergrund jemanden Russisch sprechen gehört an der Absturzstelle MH17. Das ist aber überhaupt gar kein Beweis. Also, das ist lächerlich, weil könnt ihr euch noch an das Telefongespräch erinnern zwischen der Freundin von der Merkel, wie heißt sie wieder, die mit den Zöpfen? Julia Timoschenko. Timoschenko und irgendeinem anderen Typ, wo sie gesagt hat, wir müssen jetzt den Kopf schießen und wir müssen Russland verbrannte Herde draus machen. Dieses Telefongespräch, könnt ihr euch noch erinnern? Ja. In welcher Sprache war denn das? Auf Russisch. Die haben nicht ukrainisch gesprochen. Für die Ukraine ist Russisch eine Muttersprache. Ja. Das heißt also, das ist überhaupt kein Beweis, dass es wären Russen, wenn sie Russisch sprechen. Ja, aber diese ganze Ukraine-Krise, die kann man eigentlich relativ leicht erklären. Es gab 2010, gab es eine Wahl. Die fand statt zwischen Janukowitsch und Timoschenko, beziehungsweise es war dann letztlich die Stichwahl. Und die Stichwahl ging im Prinzip so aus, dass Janukowitsch gewonnen hat, das ist uns allen klar. Der östliche Teil der Ukraine hat fast ausschließlich Janukowitsch gewählt und der westliche Teil hat zum Großteil Timoschenko gewählt. Und das haben die Europäer so nicht hingenommen. Die wollten natürlich, dass jetzt Ukraine zu uns gehört. Die haben ja Rohstoffe und was nicht alles. Und dann hat man Brandstifter reingesteckt. Also erstmal über einen friedlichen Weg, über Klitschko zum Beispiel. Klitschko ist jetzt nicht gerade als schlauer Mensch bekannt, sagen wir es mal so. Der hat da auch noch relativ friedlich, und ich glaube ihm auch, dass er gute Absichten hatte, am Maidan demonstriert. Aber das ging nicht schnell genug. Und da haben wir ja auch dieses, da gab es ja einige Mails und Telefonmitschnitte, wo das Pentagon mit denen telefoniert haben oder gemailt haben, ob sie Unterstützung brauchen, was alles brauchen und so weiter. Ja, und dann hat man Svoboda-Partei und rechten Sektor eingesetzt. Das sind ja die beiden nationalistischen Parteien, die es in der Ukraine gibt, die vorher in Polen ausgebildet wurden. Ja, und diese Nationalisten, die sind um Längen schlimmer als unsere NPD. Also unsere NPD ist da schon fast links dagegen. Die NPD hat ist mir nicht bekannt, dass sie so ein klares Bekenntnis, dass sie ein klares Bekenntnis gegenüber jeglicher Form politischer Gewalt hat. Entschuldigung, die NPD ist doch gar keine Partei, das ist doch ein Ableger vom BND, bitte. Und ja. Die NPD. Also NPD eine Partei zu nennen, ist ein Witz. Die NPD. Das ist eine BND nützliche Idiotenpartei. Also die NPD wird zumindest oft sagen, sieht sie sich selber nicht als Nazi-Partei, also eine Partei, die insgesamt einen Nazi-Kurs habe zumindest. Sie duldet vielleicht Nazis in ihren Reihen, sieht sich aber nicht als Nazi-Partei. Aber das ist doch kein Vergleich mit dem, was die da in der Ukraine machen. Also. Außerdem stellt die NPD Minister oder hochrangige Beamten in der Regierung, so wie die Svoboda und der rechte Sektor das macht. Die ist aber mit Svoboda in einem internationalen Bündnis und hält zu denen. Ich rede von Macht. Nein. Hat die NPD irgendwo Macht? Gott sei Dank. Besetzt sie irgendwo einen Regierungssitz? Nirgendwo. Gott sei Dank. Ja, aber die Svoboda und rechte Sektor schon.
Ja, es ging jetzt im Prinzip auch bloß um den Vergleich, mit was für einer Partei man da zusammenarbeitet. Die sind unterstützt worden oder beziehungsweise diese beiden Parteien haben die Maidan-Bewegung unterstützt. Und wenn man sich so ein bisschen halbwegs gut informiert hat, in der Zeit, als das alles anfing, hat man auch gemerkt, dass es dem Klitschko aus den Händen gegeben ist. Und es wurde sehr gewalttätig dort, das wissen wir alle. Und das ist im Prinzip ein gewaltsamer Putsch. Es gab eine freie Wahl. Ja. Es gab eine freie Wahl. Da kam einfach raus, dass die Leute lieber Janukowitsch wollen. Ja. Das hat man nicht akzeptiert. Also hat man das Regime bezichtigt der Korruption und so weiter, hat dieses Land destabilisiert, hat eine neue Wahl gemacht. Wobei man dazu sagen muss, die Ostukraine hat schon gewählt und die Krim auch. Ja. Und dann kommen halt die Leute, die vorher Timoschenko gewählt haben, die halten eine Wahl ab. Und ist ja irgendwo klar, dass da keine Partei wie die von Janukowitsch bei rauskommt, die im Übrigen verboten werden soll, genauso wie die kommunistische Partei. Die Partei der Regionen soll verboten werden, die ist doch so auf. Ja. Die ist doch so die schon lange verboten. Die Partei der Regionen ist doch offiziell nach ihren eigenen Bekundungen sehr auf Ausgleich und Einheit des Landes und für Frieden. Genau, genau. Übrigens, an was erinnert euch das, dass die kommunistische Partei verboten wurde? Am Dritten Reich. Ja, genau. Nur, am Dritten Reich. Nur dass sie das diesmal Reich. Ist aber also nach der Machtübernahme der Nazis haben sie es gemacht. Also bitte. Ja. Und damals Reichstagsbrand, oder? Ja. Und damals haben die Politiker auch Hitler Platz gemacht. Hitler ist nicht gewählt worden. Hitler war zwar in der Regierung, aber die anderen haben ihm Platz gemacht. Und jetzt sehe ich gerade genau dasselbe. Ja. Alle treten zurück und Svoboda Partei ist immer noch da. Absolut, genau. Und gestern wurden die Abgeordneten der Kommunisten im Parlament zusammengeschlagen und wurden des Saales verwiesen, obwohl sie angegriffen wurden. Und nur weil sie sich gewehrt haben, dass eine Generalmobilmachung jetzt beschlossen werden soll in der Ukraine. Die Kommunisten und die Partei der Regionen, die waren ja vorher zusammen in der Regierung. Ja, ich sehe gerade, wir sind eigentlich mitten im Gespräch. Und gerade ist Martin Wieliecki erreichbar vom Institut für globale Friedensarbeit. Ich schlage vor, wir holen ihn ins Gespräch, reden über die Friedensreise in Friedensdemonstration Israel-Palästina und danach weiter über die Ukraine. Wäre das in Ordnung? Ja, er hat du bist der Chef. Er hat eine Viertelstunde Zeit und deswegen, meine ich, sollten wir uns jetzt Zeit nehmen. Kommen wir bitte gleich wieder zurück. Wir waren gerade beim Thema geplante Parteiverbote. Kleinen Moment bitte. Ein ganz kleinen Moment. Einen Moment, ich hole ihn kurz in das Gespräch. Hallo? Hallo? Ja, ich begrüße in unserer Sendung Martin Wieliecki, des Instituts für globale Friedensarbeit in Tamera, Portugal. Hallo. Ja, ebenfalls zugeschaltet sind Freeman von Alle Schall und Rauch, Medium aus Schweiz, und Martin Aktivist aus München. Martin. Das IGF bzw. Tamera bereitet vor oder hat gestartet eine große Friedensdemonstration in Palästina bzw. Israel. Kannst du mir davon erzählen? Ja, erst einmal möchte ich sagen zu der Situation im Nahen Osten, dass diese Art von Gewalt, die wir im Moment erleben, diese Eskalation von Gewalt und Hass neu ist. Dass die Gräuel, die die israelische Armee im Moment in Gaza vollzieht, diese
Schonung, so eine Bombardierung aller zivilen Einrichtungen bis hin jetzt auch zur Wasser- und Energieversorgung. Die 10 in diesem Krieg wurden bisher durchschnittlich 10 Kinder pro Tag getötet. Das ist eine Ebene von Gewalt, die neu ist und wo wir gemerkt haben, wir können nicht mehr einfach nur jeden Tag Nachrichten gucken, wir können nicht einfach nur jeden Tag zuschauen, wie die Zahl der Toten, der unschuldig getöteten Zivilisten immer weiter steigt. Und so haben wir eine der Gründerinnen dieses Projekts, Sabine Lichtenfels, die schon seit vielen Jahren in der Friedensarbeit in Nahost engagiert ist, hat eine Initiative gestartet. Sie ist gestern Nacht nach Israel-Palästina geflogen, zusammen mit Vera Kleinhammes und Bernd Walter Müller. Und heute haben sie angefangen, auf einem Gebiet in der Westbank südlich von Bethlehem mit einer Gruppe von israelischen und palästinensischen Friedensarbeitern zusammenzukommen, für was sie Vision Camp nennen. Also sie wollen in dieser Situation, wo dieser Hass zwischen den beiden Seiten geschürt wird und wo es kaum noch einen Ort gibt, wo Palästinenser und Israelis überhaupt miteinander reden können, bieten sie einen Raum an, wo Menschen beider Seiten zusammenkommen können und darüber nachdenken, wie man langfristig Frieden schafft. Dieser Krieg hat, glaube ich, die letzten Illusionen zerstört, dass es noch eine politische Lösung für diesen Konflikt gibt. Und so ist es jetzt eine Sache, wo Menschen beider Seiten und Internationale zusammenkommen, um eine Vision zu entwickeln, wie ein friedliches Zusammenleben in diesem kriegsgerüttelten Land aussehen kann. Das machen sie jetzt für 5 Tage. Und am Dienstag nächster Woche ist das Ende des Ramadans. Und da laden sie ein zu einem internationalen Aktionstag, wo auch an verschiedenen anderen Orten der Erde Aktionen stattfinden und eben auch dort in Israel-Palästina. Die genaue Aktion, was sie dort machen, werden sie noch bekannt geben. Es hat heute angefangen. Also sieht es eher nach Kundgebungen an zahlreichen Orten aus, keine große Demonstration. Das wird man sehen. Im Moment geht es erstmal darum, dass man zusammenkommt mit Friedensarbeitern beider Seiten, um zu überlegen, was man jetzt tut. Also es geht darum, dieses Zusammenkommen zu schaffen, anstatt vorab Pläne zu initiieren. Aber es geht natürlich auch darum, dass an vielen Stellen der Erde, an so vielen wie möglich, und das geschieht ja an vielen Orten auch schon, dass Menschen erstmal das Schweigen brechen und in Solidarität auf die Straße gehen und der Welt und besonders auch der israelischen Regierung sagen, stopp mit diesem Massaker. Ihr habt ja schon vor einigen Jahren, glaube ich, bei der Sommeruniversität in Tamera Israelis und Palästinenser zusammengebracht. Ja, also die Friedensarbeit, die Tamera im Nahen Osten macht, die findet schon seit der Zeit nach der zweiten Intifada statt. Also ab 2001 sind wir dort in dem Gebiet engagiert. Es war ausgelöst eben durch die zweite Intifada, durch die Nachrichten, die aus Israel-Palästina kamen, wo wir schon damals gemerkt haben, wir können nicht mehr einfach nur zuschauen, wie die Situation immer schlimmer wird. Und damals hat eben auch Sabine Lichtenfels 5 Visionsbilder geschrieben, wie Frieden entstehen könnte im Nahen Osten, hat diese Vision an alle möglichen Friedensgruppen geschickt. Und da kam eine so große Resonanz, dass wir im nächsten Jahr etwa 100 israelische und palästinensische Friedensarbeiter nach Tamera eingeladen haben. Und da entstand die Idee, die Vision, ein Friedensforschungsdorf im Nahen Osten aufzubauen, wo Israelis, Palästinenser und Internationale zeigen, wie sie austreten können aus dem System der Gewalt und wie ein Modell entsteht für eine Zukunft ohne Krieg in diesem Land, wo man nicht mehr wartet auf die Regierung, nicht mehr wartet auf irgendwelche Friedensverträge, sondern anfängt, ein neues Feld aufzubauen, eine neue Information zu zeigen, es ist möglich, auszutreten aus diesem sinnlosen Kreislauf der Gewalt. Und dafür haben wir viele Aktionen durchgeführt, unter anderem auch 3 sogenannte Grace-Pilgerschaften, wo Gruppen 2005, 2007 und zuletzt 2012 auch Gruppen beider Seiten durch das Land gegangen sind, mit dieser grundlegenden Aussage, wir weigern uns, Feinde zu sein, wo sie mit allen Konfliktparteien gesprochen haben,
um die Mauern zu überwinden, die Mauern der Trennung und vor allem der Vorurteile, die man immer hat in diesen ideologischen Kriegen. Jetzt könnte ich mir vorstellen, im Westjordanland, da regiert ja die Fatah, also die Partei, der sehr viel Ruhe hervorgegangen ist. Ja. Und im Gazastreifen ist es die Hamas, die sich aus einer Opposition von radikaleren Kräften wie islamischem Dschihad gegenüber sieht. Hat es vielleicht auch damit zu tun? Kann man die Fatah leichter erreichen und sind die von der Hamas vielleicht weniger kompromissbereit? Tragen die nicht vielleicht auch eine Mitschuld? Also die Frage ist, ob sie Mitschuld tragen an diesem aktuellen Krieg oder wie soll ich das verstehen? Das meine ich, ob es daran liegt, dass sie vielleicht radikaler sind. Und ja, aber Moment mal, das wäre genauso, wie wenn man den Juden Mitschuld gibt, dass sie in Warschau Ghetto waren. Also bitte, ja. Und einen Aufstand dort gemacht haben. Also man darf ja auch überhaupt nicht vergessen, wer angegriffen hat. Das darf man überhaupt nicht vergessen. Ja? Ich meine, das ist doch alles absurd, ja, was da abgeht. Ich meine, das sind Leute, die praktisch mit Steinschleudern gegen die am höchsten gerüstete Armee der Welt ist, mit den modernsten Waffen. Wie kann man überhaupt behaupten, Israel ist so ein armes Opfer? Das ist lächerlich. Das wollte ich nicht behaupten. Ja. Ich frage mich nur, ob es vielleicht daran liegt. Also ich denke, dass es sehr interessant ist, sich anzuschauen, was in der Zeit vor diesem Krieg jetzt passiert ist, weil nämlich neben dem, dass diese drei jungen Siedler gekidnappt und getötet wurden, haben nämlich Fatah und Hamas eine Einheitsregierung für die Palästinenser gebildet und Netanyahu ist international zu den USA gegangen, zur EU und hat gesagt, kündigt eure Zusammenarbeit mit der palästinensischen Autorität. Er wollte diese Einheitsregierung mit allen Mitteln zerrücken und als er das nicht geschafft hat, kam die Geschichte von den drei Siedlern und es entstand dieser Krieg. Es gibt ja keinen einzigen Beweis, dass die Hamas, die in Gaza ist, in den besetzten Gebieten im Westjordanland die drei entführt und ermordet hat. Das stimmt total. Beweis dafür. Das stimmt total. Ja, da kann ich noch was dazu erzählen. Bei der Friedensdemo, und zwar bevor der Konflikt losging, sagte jemand zu mir, schau jetzt mal bei der PM nach Israel. Ja. Und ja, natürlich habe ich dann vorher schon mal recherchiert, habe dann auch einige Sachen gefunden, wo seit Israel ganz viele Provokationen kamen. Also Wasser abgestellt, Strom abgestellt, ganz viele Kinder wurden einfach festgenommen. Da gibt es auch ein paar Videos von Menschenrechtlern, die dann neben den Polizisten hergehen und fragen, was hat der Junge gemacht, wo bringen sie ihn hin und so weiter. Und es deutet im Prinzip auf einen Racheakt. Allerdings gibt es auch das Gerücht, dass der Sicherheitschef von Israel eine Woche vorher das angekündigt hat. Ich weiß nicht, ob da schon mal jemand gelesen hat. Ein Gerücht, das hat er gemacht. Ja, also ich habe es nicht prüfen können, ich habe es nur gelesen auf einer Seite, dass das gesagt haben soll, aber ich habe es ihm nicht sagen. An dieser Stelle ist die Übertragung des Gesprächs leider abgebrochen. Wir haben versucht, die Verbindung wiederherzustellen. Das sah auch für uns so aus, als ob es gelungen wäre, aber leider ist der Rest des Interviews am 24.07.2014 nicht gesendet worden. Sie sehen jetzt im Anschluss das, was wir eigentlich live noch hatten, bringen wollen als Einspieler, nämlich die Interviews, die wir auf der Megamann-Wache am 19. Juli 2014 in Berlin gemacht haben. Das war ja von den bundesweiten Friedensmannwachen, die es ja inzwischen in rund 130 Städten in Deutschland gibt, eine zentrale bundesweite Mahnwache für den Frieden. Und dort, der Mahnwache, haben wir gesprochen mit Norbert Voss. Er ist von der Friedensmahnwache Berlin. Danach habe ich mich unterhalten mit Reuner von der Musikgruppe Die Bandbreite, der Sänger,
der ja auch sehr engagiert ist für den Frieden, hat ja auch ein Lied über Palästina gemacht vor einigen Jahren. Und zum Schluss haben wir interviewt eine Ukrainerin namens Maria, lebt seit einigen, einer ganzen Menge Jahren in Deutschland und ja, hat beleuchtet, wie sie die Ereignisse in ihrer Heimat sieht und auch die rechtsgerichtete Regierung dort in der Ukraine. Bitte um Abspielen der Interviews. Und ja, die nächste Sendung, wollte ich noch ansagen, wird anders als gewohnt jetzt am ersten Donnerstag im August sein. Also nicht der zweite, sondern schon am ersten Donnerstag im August, am 7. August. Für weitere Informationen schauen Sie bitte auf die Webseite von jungletran.de oder unserer Politik. Herzlichen Dank und nun die Interviews. Es ist Samstag, der 19. Juli 2014. Wir sind hier in Berlin auf der Mega-Friedensmahnwache. Ich interviewe für unser Politikblog und für die Sendung Macht und Menschenrechte auf Jungle Tram Radio Maria, ursprünglich aus Kiew, lebt aber heute in Deutschland. Ja, Sie haben bei der Mahnwache eben ein Schild hochgehalten, da haben Sie gegen Faschismus in der Ukraine protestiert. Was meinen Sie damit? Auf was beziehen Sie sich? Okay, also wenn wir, darf ich das halten oder? Okay, halten Sie. Gut. Wenn wir so ein bisschen zurückschauen, November, Dezember, Januar und Februar, was in der Ukraine passiert ist, meiner Meinung nach ist es eben ein bewaffneter Regierungsumsturz, der überhaupt nicht legitim war, also sowas kann einfach nicht legitim sein, der legitime Präsident wurde einfach verjagt und irgendwelche Leute haben sich dann selber als die neue Regierung ernannt oder Übergangsregierung, die aber sehr, sehr viel, tut mir leid, Scheiße gebaut hat in der Zeit, wo sie an der Macht waren. Das Erste, was diese Regierung macht, sie verbietet die russische Sprache und alles, was russisch ist. Meiner Meinung nach ist es sehr narzisstisch, anders kann man das nicht betrachten. Außerdem, viele Leute, die zu dieser Übergangsregierung und jetzt der Regierung, die jetzt besteht, gehören der Svoboda-Partei an. Und das ist eine klar narzisstische Partei, die auch Kontakte zur NPD hat. Deswegen kann ich daraus schließen oder kann ich auch behaupten, dass diese Leute eben narzisstische Ideale haben und vertreten. Und das, was sie machen, kann man eben nur so bezeichnen. Und dagegen bin ich natürlich, weil das ist gegen die Menschenrechte. Sie sind ja in einer Koalition zusammen mit der Vaterlandspartei von Frau Timoschenko, die zumindest auf dem Papier in einem liberalen Parteienbündnis ist, international. Ich wundere mich, wie das zusammenpasst. Ja, die Frau Timoschenko, sie wollte ja auch schon immer an die Macht. Sie hat es ja auch einige Male versucht, es hat auch fast geklappt. Dann wurde sie aber verurteilt und zwar nicht aus politischen Gründen, wie sie das jetzt sagt, sondern aus den Gründen, dass sie sehr viel geklaut hat. Und deswegen war sie auch im Knast. Und dann während der dieses Umsturzes wurde sie auf einmal freigelassen, obwohl das eigentlich total falsch ist, weil sie hat ihre Strafe verdient, sie hat geklaut, sie muss das auch jetzt einbüßen. Und jetzt, so wie ich das verstehe, so wie, ich habe mich auch viel informiert, ich habe sehr viel gelesen, so wie ich ihren Plan verstanden habe, sie wollte, dass das in der Ukraine eben noch mehr verwirrter und noch schlechter jetzt zugeht. Und dann kommt sie auf dem weißen Pferd und rettet alle. Aber es hat nicht funktioniert, weil das Volk ihr nicht mehr glaubt. Und sie kann auch weiterhin erzählen, was sie will, dass sie so friedlich und liberal ist und so weiter. Aber wir haben ja alle dieses Telefongespräch gehört, wo sie klar und deutlich gesagt hat, was sie mit den Russen und mit Putin persönlich machen will. Erschießen, glaube ich, hat sie gesagt. Oder, also jedenfalls nichts Gutes wollte sie. Und so ein Politiker kann sich sowas nicht erlauben, finde ich. Und so einen Politiker darf man nicht erlauben, an der Politik zu sein, an der Macht zu sein, meine ich. Auf dem Maidan hat man auch Bilder gesehen. Es waren ja nicht nur Svoboda, noch radikalere, wie zum Beispiel rechter Sektor. Es waren auch viele Gemäßigte. Es haben sogar Linke gegen die damalige Regierung von der Partei der Region und von den Kommunisten protestiert. Was ist aus denen eigentlich geworden? Ich weiß leider nicht, was aus denen geworden ist. Ich glaube, viele haben vielleicht selber verstanden, dass das, wofür sie auf den Maidan gegangen sind, und ich meine, dass sie dahin gegangen sind, ist ja überhaupt nicht schlecht. Sie waren nicht zufrieden mit der Politik von Janukowitsch.
kann man auch sehr gut verstehen, weil er war, naja, kein sehr guter Präsident, mild ausgedrückt. Aber ich bin mir ganz sicher, wenn diese Leute, die eben nicht rechtsradikal oder faschistisch oder was auch immer sind, davon gab es ja auch Mengen, die auch auf dem Maidan waren, diese Leute sind dahin gegangen, weil sie gegen die korrupte Regierung waren, sie waren gegen die Oligarchie, aber sie waren bestimmt nicht dafür, dass Nazis an die Macht kommen und so viel Unheil bringen. Und das, was jetzt an die Macht gekommen ist, das heißt, ein Oligarch hat einen anderen auf seinem Posten erlöst, ich glaube nicht, dass es das ist, wofür sie standen und wofür so viele Leute auf einmal gestorben sind. Auf dem Maidan wissen sie ja auch, sind viele Leute gestorben, auf beiden Seiten, aus den Protestierenden und von der Seite der Polizei. Das ist bestimmt, also die sind gestorben für nichts, weil nichts erreicht wurde, wofür sie eigentlich gestanden sind. Jetzt gibt es ja die Protestbewegung im Osten. Einige wollen Föderalismus, im wesentlich weniger zentralen Staat. Andere sind eher Separatisten. Wie schätzen Sie die Entwicklung ein? Okay, wenn man jetzt ein bisschen zurückgeht in die Geschichte, es war ursprünglich so, dass die sogenannten Separatisten, die jetzt so bezeichnet werden, sie waren ja ursprünglich auch nur für Föderalismus. Sie wollten einfach nur ein bisschen mehr ein bisschen mehr Stimmen haben, dass man auf sie auch hört. Weil, wie gesagt, mit diesem Gesetz, was diese neue Übergangsregierung als erstes erlassen hat, dass alles Russische verboten wird, also die Sprache zumindest, und zwar so ganz radikal. Natürlich waren die Leute im Osten und im Süden des Landes der Ukraine nicht zufrieden, weil es hat sich einfach so ergeben historisch, dass da eben russischsprachige Bevölkerung lebt, größtenteils. Und sie wollten einfach, dass man auf sie auch hört, dass nicht auf einmal so eine Menschenmenge kommt und sich als neue Macht erklärt und auf einmal alles machen darf, was sie will. Also man soll auch alle Bevölkerungsschichten in Kauf nehmen, bevor man irgendwelche radikale Gesetze da erlässt. Und das Erste, was sie wollten, war ja eben eine Föderalisierung, damit sie auch ein Recht haben, was zu sagen. Aber sie wurden gar nicht gehört. Da haben wir ja alle miterlebt. Wir wissen ja alles, was passiert ist. Und dann mussten sie, so wie ich das verstehe, auch ein bisschen, direkter werden. Und sagen, okay, wenn das so ist, dann möchten wir gar nichts mehr mit euch zu tun haben, weil wenn wir in unserem eigenen Land, Ukraine, überhaupt kein Recht haben, was zu sagen, dann werden wir eben uns abspalten und unsere eigene Republik bilden müssen, weil wir möchten auch als Menschen behandelt werden, genauso wie die Kiew-Bevölkerung als Menschen behandelt wird, anscheinend. Aber wir nicht. Wir möchten genauso behandelt werden. So verstehe ich das. Aber wie das sich weiterentwickelt, das weiß der liebe Gott. Inzwischen sind die ja auch bewaffnet. Inzwischen setzt die Regierung sogar Luftwaffe gegen die ein und trifft auch viele Zivilisten. Aber ich habe den Eindruck, ich habe einen Bericht von der UNO gelesen, dass ja auch die Föderalisten oder Separatisten, dass auch die Übergriffe gegen Zivilisten gemacht haben. Wie kommt man da wieder raus? Keine Ahnung. Also ganz ehrlich, darüber weiß ich nichts. Also ich habe nichts davon gehört, dass die Föderalisten bzw. Separatisten was mit der Zivilbevölkerung gemacht haben, was schlecht ist. Ich weiß es nicht, deswegen kann ich das auch nicht kommentieren. Ich habe aber vieles gesehen, eben, wie Sie schön gesagt haben, von der ukrainischen Armee. Und tut mir leid, ich habe vergessen, in die Kamera zu schauen. Ich habe aber vieles gesehen, Videobeweise und so weiter, wo man eben sieht, dass die ukrainische Armee leider ein bisschen nicht aufgepasst hat, sage ich mal, oder vielleicht gezielt, also ich möchte jetzt niemandem was unterstellen, eben zivile Bevölkerung in der Ukraine ausrottet oder ausgerottet hat. Das kann ich bestätigen, das habe ich gesehen. Aber das andere kann ich leider nicht sagen, weil ich das nicht gehört habe, nicht gesehen habe. Die Frage ist für mich wirklich, wie bekommt man da Frieden wieder hin? Das ist eine sehr gute Frage, die ich mir auch jeden Tag stelle. Das ist für mich als eine Person, die in Kiew geboren wurde, aber ich muss sagen, zur sowjetischen Zeit, deswegen für mich war das alles ein Land. Für mich gab es ja keine Grenzen, Ukraine, Russland, was auch immer, es war alles ein Land. Wir haben alle Russisch gesprochen, zumindest da, wo ich herkomme, in Kiew. Ich kannte niemanden, nein, eine Person kannte ich, einen Vater meiner Mitschülerin, der hat tatsächlich Ukrainisch gesprochen, aber kam ursprünglich nicht aus Kiew, soweit ich weiß. In Kiew hat man immer Russisch gesprochen. Dann kam diese Nationalisierung und diese Ukrainisierung wurde, so wie ich das verstehe, so richtig aufgezwängt. Wenn ich dort geblieben wäre damals, ich glaube nicht, dass ich das wollen würde, dass man mir das aufzwingt. Ich habe überhaupt nichts gegen ukrainische Sprache oder ukrainische Kultur. Ich finde das alles sehr schön und ich höre mir sehr gerne ukrainische Lieder und so weiter. Aber wenn das so richtig aufgezwungen kommt,
möchte ich das nicht. Und in der Zeit, seitdem die Ukraine jetzt ein souveränes Land ist, seit 23 Jahren, ist das so eine schlimme Nationalisierung passiert und so eine krasse Russophobie, wovor ich persönlich gar keine Ahnung hatte bis vor kurzem, weil ich irgendwie weiterhin mit meinen Freunden in Russland und in der Ukraine und in Weißrussland und so weiter immer noch auf Russisch gesprochen habe und sie haben mit mir auch auf Russisch gesprochen. Es gab nie irgendwelche Diskrepanzen. Und auf einmal merke ich, dass so viele Leute in der Ukraine sind, die sind so richtig, die hassen alles, was russisch ist. Und ich verstehe das einfach nicht. Also zu der Zeit, als ich dort gelebt habe, gab es sowas nicht. Wirklich nicht. Und wenn ich jetzt sehe, wie praktisch ein Volk, das war früher immer eigentlich ein Volk, das sowjetische Volk, sage ich mal. Ja? Oder ich sage noch besser, slawisches Volk. Wird, wenn ein Bruder auf den anderen Bruder geht, was wir jetzt sehen, in der Ukraine, Ostukraine und Westukraine und Russland, dann denke ich mir, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wie kann das überhaupt sein? Die Leute müssen zusammenhalten. Woher kommt auf einmal so ein Hass aufeinander? Und das heißt, der eine hat, also ein Bruder sagt über den anderen was Schlechtes und der andere sagt dann sofort was Schlechtes über den einen. Aber davor waren sie doch friedlich da, sie haben sich geliebt. Warum? Woher kommt auf einmal so ein Hass? Ich verstehe das nicht. Und ich glaube, ich persönlich glaube, die beste oder die einzige Möglichkeit, das jetzt noch irgendwie friedlich abzuschließen, wäre leider Gottes eine Abspaltung. Weil ich kann mir nicht vorstellen, wie diese zwei konfliktierenden Einheiten, wenn man das so sagen kann, wie sie noch unter einem Dach, also unter einem Land existieren können. Weil die Leute im Osten merken, dass sie für die Leute im Westen praktisch Leute zweiter Sorte sind. Und das wurde auch im Fernsehen gesagt, das habe ich mit meinen eigenen Augen und Ohren gesehen und gehört. Wie sie im ukrainischen Fernsehen ganz klar gesagt haben, dass die Leute im Osten Menschen zweiter Sorte sind. Und wir wissen auch ganz genau alle, dass Yatsenyuk geschrieben hat, dass die Leute im Osten subhumans, also Untermenschen sind. Und ich persönlich, wenn ich jetzt noch dort gelebt hätte, im Osten der Ukraine, ich würde es auch wollen, dass ich nicht mehr in einem Land mit diesen snobistischen Leuten aus dem Westen bleiben muss. Deswegen gibt es auch, glaube ich, so viele Leute, die jetzt fliehen, und zwar komischerweise nach Russland. Wenn Russland so böse ist und sie beschießt und wenn die Russen die Bösen, warum gibt es ja so viele Flüchtlinge nach Russland? Das macht doch gar keinen Sinn. Verstehen Sie? Das heißt, wenn in der Ukraine eine gemäßigtere Regierung wieder an die Macht käme, ja, dann wäre vielleicht wieder eine wesentlich größere Chance für zur Versöhnung. Stimmt, auf jeden Fall. Es wäre auf jeden Fall eine größere Chance. Aber ich weiß nicht, ob die Leute, denen im Osten jetzt so viel angetan wurde, wenn so viele Leute jetzt auf einmal getötet wurden, nur weil sie eben anders sind oder weil sie eben nicht diese neue Übergangsregierung unterstützt haben, weil eben die Regierung sie ja nicht unterstützt hat oder ihre Interessen. Ich glaube nicht, dass sie das jemals verzeihen werden können, denke ich mir. Danke. Es ist Samstag, der 19. Juli 2014. Hier ist unser Politikblog bei der Megamann-Wache in Berlin auf dem Potsdamer Platz. Megamann-Wache für den Frieden. Ich spreche nun mit Herrn Norbert Voss aus Berlin. Herr Voss, was hat Sie bewegt, zu den Friedensmann-Wachen zu gehen und heute zu der Megamann-Wache? Ich habe eigentlich die Information einer Freundin bekommen, die mich mal angesprochen hat, da auch hinzugehen. Und dann habe ich hier die ersten Reden gehört. Und das waren Dinge, die da angesprochen sind, die mich schon lange bewegt haben und wo ich vorher gar nicht wusste, dass andere genauso denken und fühlen wie ich. Und das hat mich sehr dazu gebracht, dass ich hier noch weiter hinkommen will einfach. Also ich hab da gemerkt, dass da Gleichgesinnte sind und fühle mich auch sehr geborgen hier sozusagen mit den anderen zusammen. Welcher Konflikt oder welche Konflikte bewegen Sie besonders vor? Wo ist Ihnen besonders wichtig, die Konflikte zu lösen? Also ich zum Beispiel über den Ukraine-Konflikt wusste ich damals nicht so viel, weiß ich auch immer noch nicht so viel. Es geht mehr, bei mir geht es mehr um das Generelle. Warum sagen alle Leute, sie wollen Frieden haben und es kommt kein Frieden? Und das verstehe ich einfach nicht. Man könnte einfach, da muss irgendwas dahinter stecken, habe ich gesagt, dass viele Leute gar keinen Frieden wollen wahrscheinlich. Sonst müsste es Tendenzen geben, dass es friedlicher wird. Aber die Welt wird nicht friedlicher, sondern im Gegenteil.
Also das ist das, was mich eigentlich bewegt. Mehr das Generelle, warum es immer wieder Fliehen, immer wieder Konflikte gibt, immer wieder Auseinandersetzungen, immer wieder Kriege. Das ist eigentlich das was mich bewegt. Ob es jetzt in der Ukraine ist oder der ständige Konflikt Israel gegen Palästina oder afrikanische Konflikte. Also das ist eigentlich alles, man kann den oder den nehmen. Das ist immer das Gleiche. Es geht generell. Warum gibt es so viele Kriege? Warum? Was wären Ihre Ansätze? Wo würden Sie ansetzen, um die Zahl der Kriege zu verringern, um die Wahrscheinlichkeit von Kriegen zu verringern, Kriege zu beenden? Als Deutscher? Ja, in Deutschland denke ich, wir exportieren einfach Waffen. Und wofür sind denn Kraftwaffen da, um Kriege zu führen? Wenn alle Parteien, die nicht mal unbedingt kriegsführende Parteien schon sind, aber potenzielle kriegsführende Parteien werden könnten, wenn die Waffen haben, dann setzen die auch ein. Wenn wir zum Beispiel die Rüstungskontrolle besser beschränken würden oder richtig beschränken würden, also dann denke ich, wäre das von Deutschland auch der größte Schritt in Richtung Frieden. Was würden Sie beitragen wollen, um den Ukraine-Konflikt zu beenden? Was braucht es? Welche Ideen, welche Ansätze? Ich denke, bei allen Konflikten, vielleicht beim Ukraine-Konflikt auch, ist es so, dass man immer sagen muss, die kriegerischen Handlungen sind nicht von einer Seite ausgegangen, sondern es gibt immer zwei Seiten. Und die eine Seite muss sehen, dass sie auch eine gewisse Verantwortung für den Konflikt hatte und daran arbeiten und nicht den anderen immer sagen, du hast angefangen. Also so rum nur, bei jedem Konflikt und Ukraine ganz besonders. Man kann nicht immer sagen, Putin ist schuld, das geht so nicht. Also so, wenn zum Beispiel die NATO die Einflusssphäre Richtung Moskau ausweitet, dann weiß ich, das liegt ja in der Natur, sagen wir mal, der ehemaligen oder des SR-Staaten, dass sie sich bedroht fühlen. Das ist doch ganz logisch. Also da muss man vorsichtig sein und erstmal eine neutrale Pufferzone einrichten, denke ich, und nicht sofort versuchen, in der Ukraine die NATO zu stationieren. Also das geht so nicht. Das lässt sich keiner bieten. Das heißt, sich mehr in den anderen hineinversetzen, genau. Und selber anfangen mit Schritten zu dem Frieden, damit der andere dann nachziehen kann. Natürlich, auch bei den ganzen Konflikten, die zum Beispiel religiös motiviert sind, da denke ich, muss man viele Leute ausbilden, die zwischen den religiösen Parteien vermitteln können. Denn zum Beispiel Mohammedaner, Christen, Israelis, die sind ja alle so ähnlich, die ganzen Religionen. Die wollen ja alle keinen Krieg und wir wollen ja, in keiner Religion darf man töten. Und das muss betont werden, das Gemeinsame zwischen allen Religionen. Ich bin nun nicht mehr Christ, ich bin irgendwann mal aus der Kirche ausgetreten, weil ich auch gefühlt habe, dass ganz viele Konflikte auf der Welt von den christlichen Kirchen zum Beispiel ausgegangen sind. Vielleicht sind jetzt mehr andere Kirchen, aber da sind eben Leute, die sind Fanatiker. Und Fanatiker brauchen wir nicht. Also wenn die ihre Religion friedlich ausüben, hat man ja nichts dagegen. Aber die Fanatiker innerhalb der Religionen, und da kann man alle Religionen nehmen, glaube ich. Das ist das, was immer wieder Kriege hervorruft. Da werden Leute mitgerissen, die einfach gar keine Ahnung haben. Ja, so kommt es dann. Vielen Dank. Ja, danke auch. Es ist Samstag, der 19. Juli 2014. Hier ist ein Interview für unser Politikblog und für Sendung Macht und Menschenrechte von Jungle Drum Radio mit Woiner von der Bandbreite. Woiner, was hat dich bewegt, zu den Mahnwachen für den Frieden zu kommen? Also die Situation, die internationale Situation ist einfach erschreckend. Insbesondere die Konflikte im Nahen Osten, der jetzt wieder aufgebrannt ist, ist ein sehr bewegendes Thema für mich. Immer noch die anhaltenden kriegerischen Auseinandersetzungen in den vielen arabischen Ländern nach dem nicht geglückten arabischen Frühling. Und natürlich die Situation in der Ukraine. Und das Schreiendste daran und das Schlimmste daran ist eigentlich die Berichterstattung, wie man mit Kriegen in unseren Medien umgeht, dass unser Bundespräsident sogar so weit geht zu sagen, wir mögen doch bitte erstmal hinterfragen, vielleicht sei es ja gar nicht so schlecht, dass wir die Bundeswehr in internationale Kampfeinsätze schicken, die man dann immer Friedensmissionen oder Auslandsmissionen nennt. Ich finde, das ist eine Farce. Wir sind an einem Punkt angekommen, wo es einfach Zeit ist, dass die Menschen wieder aufstehen müssen und sagen müssen, bis hierhin und nicht weiter.
Wenn du jetzt eingeladen würdest als Vermittler, um den Konfliktparteien zu helfen, den Frieden wiederherzustellen, wo würdest du ansetzen? Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich bin in dem Sinne ja auch kein Politiker, ich bin Musiker. Meine Aufgabe ist es, oder was ich als meine Aufgabe ansehe, ist es, einfach mal zusammenzufassen, was es denn eigentlich für Konfliktherde gibt, was es für Probleme gibt, was es für Lobbygruppen gibt, die dieses gesamte Geschehen auf dem Planeten bestimmen, das zu Krieg und kriegerischen Auseinandersetzungen führt. Und das so in Musik zu packen, dass Leute das verstehen und dass sie das mitbekommen und letzten Endes natürlich dann dagegen aufstehen, gegen das, was da passiert. Ich denke, ich wäre mit Sicherheit nicht der Politiker, der in der Lage wäre, da wirklich zu schlichten, aber dafür gibt es andere Menschen. Es ist nur wichtig, dass die auch mal zum Zuge kommen und nicht die, die von den Lobbys gelitten sind und unterstützt worden werden, denn das sind meistens diejenigen, die eigentlich nur im Interesse des Profits, des Kapitals und des Geldes handeln und die lösen solche Konflikte nicht. Das heißt, deine Aufgabe ist mehr, die Herzen der Menschen zu erreichen, Probleme aufzuzeigen und wer Konflikte anheizt, damit die Leute dagegen aufstehen und dann, damit die dann die Lösung finden und durchsetzen. Ja, du und ich, wir sind in den Themen drin, ja, von False Flag-Attacken, Thema 11. September, über die Strategie von Otpor am arabischen Frühling, wo Regierungen gemacht werden, wo Politik unter der Oberfläche aktiv gestaltet wird, wo man es aussehen lässt, als wenn das Revolution oder als wären das irgendwelche willkürlichen Kräfte. Aber die meisten Menschen, die haben davon überhaupt keine Ahnung, die sind total unbeleckt in dem Thema und das ist meine Hauptaufgabe oder meine Leidenschaft, ja, Menschen, die eigentlich überhaupt keine politischen Ambitionen haben, mit Songs dazu zu bekommen, sich über solche Sachen einfach mal Gedanken zu machen. Wo hast du bisher erlebt, dass Lieder von dir die Resonanz bewirkt haben, dass Menschen wach geworden sind für den Frieden, aktiv geworden sind für den Frieden? Ganz viele Lehrer schreiben mich an, teilweise auch Lehrer, die, sag ich mal, fachfremd unsere Lieder in ihren Unterricht einbauen wollen, also Mathematiklehrer, die den Song über den 11. September haben wollen über Palästina. Es sind die verschiedensten Leute und wir bieten denen unsere Medien natürlich auch immer an, denn oftmals ist es ja einfach so, dass das Angebot an Kultur, was solche Themen anspricht, einfach sehr gering ist. Und wenn es dann ambitionierte Leute gibt, die ebenfalls das Anliegen haben, über Kultur Menschen zu erreichen und für politische Themen zu sensibilisieren, dann kommen wir dem natürlich immer gerne entgegen. Sind denn zum Beispiel, hast jetzt auch Israel und Palästina angesprochen, vielleicht auch bei der Ukraine, jetzt ganz, auch aktuell, sind da schon Menschen zum Beispiel, die involviert sind in der Ukraine oder Menschen, die Israel oder Palästina involviert sind in den Konflikt, die auf euch zugekommen sind? Ja, es ist in der Tat so gewesen, dass ich von einer in der Ukraine lebenden Russin, im Osten der Ukraine lebenden Russin angesprochen worden bin, die da Verwandte hat, mittlerweile in Deutschland lebt und die sehr, sehr besorgt über die Situation war und die sehr dankbar dafür war, dass wir einmal einfach mal subsumiert haben, was da eigentlich passiert, dass gerade der Osten natürlich ein Gebiet ist, wo es auch um Schürfrechte geht, wo die Montanindustrie ansässig ist und wenn der IWF einem Land, also dem IWF, der Ukraine, in dem Fall Kiew, Kredite gibt, dann will der IWF nicht nur die Zinsen und das Geld wieder haben, sondern er will, und das wissen wir ja alle, eine Öffnung der Märkte und er will natürlich partizipieren an dem Reichtum der Ostukraine und ich glaube auch, und das hat sich bestätigt in dem, was diese Frau mir sagte, dass die Regierung in Kiew relativ rücksichtslos auch gegen die Kiew, also nicht die Kiewer, sondern die ukrainische, die nicht russische Bevölkerung vorgeht, einfach nur mit dem Interesse eben die russische Präsenz da zu unterdrücken, um wahrscheinlich den Forderungen dieser Geldmonopole des IWFs oder wer auch immer da noch seine Hände im Spiel hat, nachzukommen. Ja? Die Frau hat mir dafür gedankt, dass ich das so auf der Demo einfach mal zusammengefasst habe, weil die total aufgelöst war. Und ich denke, es geht vielen Menschen so, auch im Palästina-Konflikt, die einfach total aufgelöst sind und die auch hier bei uns eigentlich nicht darauf hoffen können, eine Berichterstattung zu bekommen, die der Realität nahe kommt. Ja, wenn ich mir die Bilder ansehe, die da in der Tagesschau gezeigt werden, dann sehe ich
eigentlich keine Beschädigung in Israel, aber mittlerweile über 200 Tote. Es kommen keine Bilder raus. Ich bin froh, dass auf israelischer Seite niemand zu Tode gekommen ist. Ich bin da wirklich froh rüber. Aber auf der anderen Seite passiert das, ja, und das passiert meines Erachtens auch mit Kalkül. Da kann man sich, wie gesagt, Medienberichte ansehen, die das eindeutig belegen, dass da Soldaten teilweise sogar auf Kinder schießen, bewusst auf Kinder schießen. Und so eine Berichterstattung, weil man sich ja den Israelis in Deutschland sehr verpflichtet fühlt, die kann ein Palästinenser eine wahrheitsgemäße Berichterstattung in Deutschland leider nicht erwarten. Ich finde das sehr schade. Auch schade, dass, wenn sich dann mal jemand sowas traut, der gleich mit dem Stigma des Antisemitismus überzogen wird. Und das ist natürlich eine Sache, die in den Menschen brodelt und die denen sehr wehtut, denn was da passiert und was die IDF da macht, das ist eine Barbarei, das ist ein Schlachten, das ist Völkerrechtsbruch, das ist Menschenrechtsbruch und das muss man so klar sagen und ich wünsche mir mehr Stimmen in den deutschen Medien, die das tun, damit die Menschen und deren Angehörige, die unter der Situation da leiden, auch mal das Gefühl gehabt haben und haben, gehört zu werden in der Welt. Ich verstehe es. Mein Eindruck ist, dass die Hamas es aber auch macht, dass die Hamas auch nicht genau zielt, auch Wohngebiete trifft, dass sie auch nicht besser ist, wenn auch vielleicht in kleinerem Umfang. Das kann mit Sicherheit sein. Ich kann die Situation nicht nachvollziehen. Ich weiß, es gibt bis jetzt keinen einzigen Toten auf israelischer Seite. Die Bilder, die ich gesehen habe, ich habe eine Frau gesehen, die sich hinter ein Auto kniete. Das ist bestimmt auch eine stressige und schreckliche Situation für die Menschen, die da leben. Aber ich sag mal, es ist in dem Augenblick kein Vergleich zu dem, was die IDF den Menschen im Gazastreifen antut. Und das muss man so sagen dürfen. Ja? Ich wünsche mir nicht, dass die Hamas Raketen auf Israel schießt. Das darf auch nicht sein. Aber wer da überlegen ist und wer mit Steinen wirft, das sollte klar sein, ist es leider nicht. Es ist den Menschen klar, die sich damit auseinandergesetzt haben. Ja? Aber ich will mir einfach rausnehmen, die Gräueltaten, die IDF im Gazastreifen, die Israeli Defense Force im Gazastreifen begeht und mit ihr eine rechtsesoterische Regierung, die man ganz klar so bezeichnen muss, auch eine rassistische Regierung, dass der endlich Einhalt geboten werden muss. Das muss man klar aussprechen können und das tue ich hiermit auch. Und ihr habt ja auch ein Lied über Palästina gemacht und wo ihr Frieden fordert und Beispiele zeigt, wie Israelis und Palästinenser aufeinander zugehen. Welche Reaktion hat es denn auf das Lied zum Beispiel aus der israelischen Friedensbewegung bisher gegeben? Wir haben einmal ein Zusammentreffen gehabt mit der israelischen Friedensbewegung, das ist schon sehr lange her. Das war noch vor den Zeiten des Palästina-Liedes. Man muss leider sagen, dass die Reaktionen auf den Song relativ verhalten waren. Aber wie gesagt, unser Anspruch ist ja auch nicht, als Vermittler dazustehen, sondern unser Anspruch ist es, die Themen überhaupt in die Köpfe der Menschen zu bekommen. Und meine Solidarität gilt natürlich den Linken in Israel und der linken Friedensbewegung in Israel, denn die hat da einen richtig harten Stand überhaupt, die Linken, die sind auch zahlreich, aber natürlich auch massiv unterdrückt. Es geht ihnen als Friedensdemonstranten in Israel genauso, wie es uns als Friedensdemokraten hier, Demonstranten hier geht, vielleicht in einer anderen, etwas anderen Form, aber natürlich genießen die Leute meine Solidarität und meine vollste Unterstützung und wenn ich da was tun kann, musikalisch, das ist das, was ich kann, dann bin ich dazu natürlich gerne bereit. Herzlichen Dank fürs Interview. Gerne.